Moin und herzlich willkommen zu SearchCamp, dem Online-Marketing-Podcast mit wichtigen Insights rund um SEO, SEA und Co. Mein Name ist Markus Hövener und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß! Ja, moin, herzlich willkommen wieder zu SearchCamp. Ja, heute mit einer relativ langen Episode. Und zwar, Hintergrund ist der, wir haben mehrfach pro Jahr bei Blue Fusion ein Format, das heißt Ask the Pros. Das heißt, da könnt ihr einfach jede Frage an uns richten und wir beantworten die dann auch brav. Und das Ask the Pros gibt es in den Geschmacksrichtungen SEO, SEA, Social Media Ads und Webanalyse. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Auf jeden Fall, wenn ihr daran teilnehmen wollt, unter bluefusion.de/Veranstaltungen findet ihr immer die ganzen Links. Auch im nächsten Jahr werden wir dieses Format natürlich wieder anbieten. Und jetzt begab es sich am 25. August, dass Lisa Ernst aus unserem SEO-Team und ich eben wieder viele SEO-Fragen entgegengenommen haben zu Themen. Natürlich vor allem vieles rund um Content, bisschen Technik. Ja, die aktuellen Updates waren natürlich ein Thema. Ja, und das wollten wir euch nicht vorenthalten. Das ist nämlich guter Stoff auf die Ohren. Da gab es webinartechnisch eh wenig zu sehen auf dem Bildschirm, nämlich eigentlich nur die Frage und dann beantworten wir das brav. Deswegen, ja, jetzt könnt ihr quasi eine Stunde diverse Fragen hören, die, und das ist mir auch immer ganz wichtig, ich glaube, sehr typische Fragen sind. Und vor allem sind sie es deswegen, weil A, die Fragen kommen von euch und B, das System ist so, dass ihr die Fragen nach oben voten könnt bei diesem Format und die Frage, die die meisten Votes bekommt, also die die meisten interessiert, die beantworten wir dann auch zuerst. Und deswegen ist da natürlich vieles drin, was einfach so ganz typische Fragen sind, die man sich da draußen wohl so stellt. Und deswegen hoffe ich, dass das spannend ist für euch. Und da schalte ich jetzt einfach mal direkt schamlos rüber. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und ja, ich hoffe, bis bald. Ciao. So, wie gesagt, Lisa und ich stimmen uns ab mit den Fragen. Erste Frage ist, mehrere Shops zum gleichen Thema. Kannibalisierung, Fragezeichen, gut oder schlecht? Auf was sollte man achten? Lisa möchte die Frage beantworten. Ja, meine kurze und knappe Antwort wäre, es am besten nicht zu machen. Also im Prinzip, ich weiß, dass es manchmal sich nicht vermeiden lässt. Jedoch würde ich eigentlich immer empfehlen, zu versuchen, in jedem Shop eine gewisse Art von Unterscheidung zu schaffen. Entweder, weil sie thematisch sich unterscheiden oder halt eben ja alles zusammenzulegen in nur einem Shop. Aber ich glaube, die Antwort ist dem Fragesteller, der Fragestellerin bestimmt schon bewusst gewesen, dass das nicht die SEO-freundlichste Strategie ist. Auf was sollte man achten, wenn man es dann jetzt doch macht? Ich denke, das Wichtigste ist, dass man halt eben sich über diese Kannibalisierung bewusst sein muss, wenn einem quasi egal ist, dass mit welchem Shop man quasi für ein gewisses Produkt rankt, dann kann man damit davonkommen, vorausgesetzt, die Shops sind auch nicht 1:1 Duplikate und haben deswegen Probleme, auch qualitätstechnisch von Google anerkannt zu werden, sondern es gibt eben nur Teilüberschneidungen, dann kann das funktionieren. Ansonsten wäre mein genereller Tipp, es ist eher schlecht und am besten die Shops zusammenlegen. Ja, also auch aus der Praxis noch, interessanterweise habe ich gerade eine E-Mail auf zu dem Thema, wo auch jemand fragt, der wollte zwei Shops aufmachen. Das Problem ist ja eigentlich auch, dass jede Website muss gut verlinkt werden. Je mehr Shops du hast, desto mehr musst du gut verlinken. Und daran scheitern die meisten in der Praxis. Also die meisten unserer Kunden haben es ja vorher noch niemals geschafft, ihren eigenen Shop gut zu verlinken, also ihren einen. Und mehrere, das finde ich mindestens sportlich. Also wie gesagt, in der Praxis finde ich nicht, dass das gut funktioniert. Ja, ich glaube, die Frage hatten wir letztes Mal schon. Irgendjemand will uns hier ärgern. Also wir haben die auf jeden Fall nicht reingetickert. Nämlich die Frage kurz zusammengefasst, was macht gutes SEO im Jahr 2022 aus? Ja, was wollt ihr hören? Ihr müsst zur Marke werden, ihr müsst geilen Content haben.
Ich finde nach wie vor, dass die Basics das Wichtigste sind. Also kenne deine Keywords, mach starke Inhalte dafür, also jetzt nichts Herausragendes und vor allem löse dich von den technischen Themen. Für die meisten ist Technik einfach null relevant. Und es ist wirklich Fokus auf Content, Fokus auf Marke. Deswegen, mehr würde ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube, das passt. Tipps, um Thumbnails in die SERPs zu bekommen. Also ich nehme mal die Frage, ich gucke immer so ein bisschen auf meinen Bildschirm, ob Lisa zuckt, aber sie hat überhaupt nicht gezuckt. Also Tipps, um Thumbnails in die SERPs zu bekommen. Also darum geht es ja dabei. Das gab es erst nur mobil, jetzt auch auf dem Desktop. Das heißt, bei manchen Suchergebnissen werden im Rahmen des Suchergebnisses Bilder ausgespielt. Entweder gibt es die Darstellung mit einem Bild rechts oder es gibt so eine Art Galerie, wo fünf oder sechs Bilder nebeneinander stehen oberhalb vom Suchergebnis. Erstmal hängt es natürlich von der Art der Suchanfrage ab. Also man wird sehen, nicht bei allen Suchanfragen kommt das. Und das andere, die Fälle, die ich mir angeguckt habe, da war es wirklich klassische Optimierung von Bildern. Also gerade auch das Alt-Attribut, die Bild-URL, solche Sachen ordentlich zu optimieren. Was man natürlich schon sieht, ist gerade bei dem einen Bild, Google zeigt ja immer einen quadratischen Ausschnitt an. Das heißt, wenn ich Google wirklich dazu bringen will, das oder ein bestimmtes Bild zu nehmen, würde ich es möglichst weit oben platzieren. Ich würde es quadratisch sein lassen und ich würde ihm ein sehr schönes, auf den Suchbegriff abgestimmtes Alt-Attribut mitgeben. In der Praxis funktioniert das ziemlich gut, außer nochmal, es gibt einige Suchanfragen. Da kannst du alles zu Tode optimieren, aber er zeigt die trotzdem einfach nicht an. Jo. Jetzt muss ich. Oh, Lisa zuckt. Super. Also auf welche SEO-KPI sollte man sich fokussieren? Klammer auf, eventuell auch abhängig von der Business-Strategie und der Umsetzung der einzelnen Maßnahme. Fragezeichen. Ja, sehr schwierige Frage, weil auch hier kenne ich natürlich weder die Business-Strategie noch um welche einzelne Maßnahme es geht, deswegen, dass ich die Frage tatsächlich nur allgemein beantworten kann. Tatsächlich würde ich mit den gängigen Traffic- und Klickzahlen gehen, um eine gewisse Überblick zu bekommen, ob die SEO-Maßnahmen, die man soweit hat, halt eben funktionieren. Gerne auch bezogen auf die jeweiligen Bereiche, dass man sich genau einzelne Bereiche anguckt. Funktionieren denn meine Maßnahmen in Bezug, die ich auf den Blog anwende? Funktionieren meine Maßnahmen, die ich im Shop anwende, für diese einzelne Kategorie? Es gibt natürlich viele hilfreiche Tools wie Sichtbarkeitsindexe, wie zum Beispiel von Sistrix, die man definitiv hinzuziehen kann und in, ich sag mal, Wettbewerbsvergleichen mit einem Wettbewerber, der deutlich für ähnliche Keywörter rankt und halt eben ein ähnliches Sortiment hat, kann das auch sehr, sehr sinnvoll sein. Ansonsten hat man hier mal das Problem, dass dieser Wert immer nur so bedingt aussagekräftig ist, gerade wenn man sich eben mit dem Wettbewerb vergleicht, weil die zum Beispiel halt eben die Chance haben, für komplett andere Produktbereiche noch zu ranken. Genau, ansonsten kann es auch helfen, sich das durchschnittliche Ranking anzugucken. Auch hier würde ich dann eher auf URL-Ebene betrachten, das durchschnittliche Ranking, und dann wirklich zu schauen, okay, verändert sich das, je nachdem, welche Maßnahmen ich hier mache, weil es natürlich sein kann, wenn man sich das allgemeine durchschnittliche Ranking anguckt, das ist natürlich sehr verzerrt dadurch, dass man manchmal für Keywords rankt, wo Google denkt, ja, das wäre eine tolle Idee, aber eigentlich hat man überhaupt keine Chance, da gut zu ranken. Das wäre so meine Antwort. Mhm. Sind Kategorietexte noch zeitgemäß für SEO? Ich denke, primär geht es um Shops. Ja, also vielen Dank, dass du nicht gefragt hast, ob SEO-Texte noch zeitgemäß sind. Also Kategorietexte schon. Also ich glaube nach wie vor, dass ein Text Kontext geben kann. Also Google weiß ja vielleicht nicht unbedingt, wenn man sich eine Kategorieseite anguckt ohne Text, was ist da an Text dann drauf? Da sind hauptsächlich halt ja Produktnamen drauf und vielleicht kurze Teaser. Wenig Futter vielleicht, um zu verstehen, um was es auf der Seite geht. Und deswegen gerade, wenn du jetzt ein kleinerer Shop bist, ein mittlerer Shop und Google hat noch nicht hundertprozentig verstanden, um was es geht oder viel Vertrauen in dich,
Dann halte ich Kategorietexte nur noch für zeitgemäß. Ich würde sie allerdings nicht wie viele unten verstecken, sondern nach oben packen, wertvoll sein lassen und dann lieber weniger Text als zu viel. Und ja, es gibt auch wirklich Shops, die auch ohne Kategorietexte sehr gut ranken. Also von daher, es geht auch ohne, aber diese Shops haben dann in der Regel auch andere starke Signale, die ein kleinerer Shop vielleicht nicht immer unbedingt hat. Also ja, Texte ja, aber sinnvolle, gute Texte. Ja, was sind unsere Erfahrungen mit automatisierter Texterstellung? Ist manchmal ein bisschen schwierig. Es hängt nämlich sehr stark von der Branche ab. Also automatisierte Texterstellung heißt ja eben irgendein, ein Computer generiert eben Texte. Und das können, es gibt ja einmal diese Sachen mit GPT-3, wo wirklich man einfach nur ein Thema vorgibt und die Maschine plappert vor sich hin. Davon halte ich perspektivisch sehr wenig, weil es einfach inhaltlich relativ schwache Texte sind. Und ich glaube auch, jetzt gibt es ja dieses Helpful Content Update. Ich glaube auch, dass Google die Herausforderung verstanden hat und eben auch gegen so etwas ein Update bringen wird. Wenn es um automatisierte Texterstellung für Produkte geht oder für andere, für Events oder sowas, kann das Ganze gut funktionieren, wenn du viele Daten strukturiert vorliegen hast. Also du hast einen Online-Shop für Monitore und du hast viele strukturierte Daten, Breite, Höhe, Gewicht, all das Zeugs vorliegen, dann kannst du auf der Basis gut automatisierte Texte erstellen. Die funktionieren auch im Moment noch ganz gut. Je weniger Informationen du strukturiert vorlegen hast, du hast einen Online-Shop mit Schnickschnack, also mit Dekoartikeln, dann kannst du eigentlich faktisch in meinen Augen keine guten automatisierten Texte erstellen. Und natürlich immer der Hinweis, es verstößt alles gegen Google-Richtlinien, dessen muss man sich bewusst sein. So. Ich habe spezielle Markenkategorie-Seiten erstellt. Für den Suchbegriff Markenname plus Kategorie rankt aber Produktdetailseite mit sehr knappem Beschreibungstext. Ist keine Frage dabei, aber ich nehme an, Lisa, du kannst sie antizipieren. Ich kann zumindest meine Meinung dazu äußern. Grundsätzlich kann das natürlich passieren, je nachdem, wie spezifisch das Marke und Produkt bzw. Kategorie ausfallen, kann Google hier Produktseiten bevorzugen. Das kommt manchmal definitiv vor. Grundsätzlich kann ich mir, gerade wenn diese Seiten neu sind, gut vorstellen, dass die Produktseiten einfach viel, viel mehr Signale haben, also sowohl eventuell externe Verlinkung als auch Alter der URL, als auch interne Verlinkung und explizite Ankertexte. Das heißt, es gibt da, glaube ich, einiges an Gründen, warum die Seite noch nicht performt. Wenn es so ist, dass die Suchergebnisse eben bei anderen, dass da diese Kategorie-Seiten oder diese Marken plus Kategorie-Seiten funktionieren, dann würde ich halt meine Bemühungen darauf konzentrieren, die Signale zu verstärken, interne Verlinkung anpassen, auf Ankertexte explizit achten und halt eben auch einfach ein bisschen Zeit mitbringen, dass diese Seite auch mit der Zeit einfach von Google vernünftig dafür genutzt werden kann. Genau. Cool. Wie testet ihr verschiedene Title und Descriptions gegeneinander? Wie dokumentiert ihr die Änderungen? Wie lange lasst ihr so einen Test laufen? Kann ich pauschal nicht beantworten. Hängt immer auch sehr stark vom Kunden ab. Jetzt muss ich sagen, wir haben relativ viele Shops, die wir betreuen. Und da, ich finde diese A-B-Tests und so, finde ich, funktionieren bei einem anderen Typ von Website besser, nämlich wenn du ein Portal hast. Du hast irgendwie 100.000 Jobs oder 100.000 Laptop-Beschreibung oder so, finde ich, dann kann man das deutlich besser machen. Ich bin eigentlich eher ein Freund davon, dass man es bei Shops sein lässt. Deswegen ist es nicht so ganz unsere Domäne. Ich persönlich spiele da relativ viel mit rum, mit solchen Tools, einfach nur, um sie zu verstehen. Aber im praktischen Einsatz haben wir sie, ehrlich gesagt, ziemlich selten. Da fehlen uns so richtig, also die passenden Kunden dafür. Ja, welche sind aus eurer Erfahrung die hartnäckigsten SEO-Mythen? Vielleicht fällt jedem von uns einer ein. Lisa, hast du einen guten? Die Frage, auf welchen fokussiere ich mich, weil man doch einigen begegnet mit der Zeit. Ich glaube, dass
Wichtigste, was damit am hartnäckigsten ist, das, was du vorhin schon angesprochen hast, ist diese krasse Fokussierung auf diese ganzen technischen Sachen und dass die halt so gut funktionieren würden, quasi, dass die Technik stimmen muss und es ist einfach halt Grundlage und dass der Content viel, viel wichtiger ist. Ich glaube, das ist so, ich meine, es ist kein richtiger Mythos vielleicht, aber ich habe das Gefühl, so dass es so mit das, was die meisten halt glauben, dass sie sich halt eben erhoffen, durch Technik einen Vorsprung zu bekommen. Und ich glaube, das wird einfach nicht passieren, zumindest nicht in nächster Zeit. Ja, also das glaube ich auch, vielleicht noch hartnäckig, also auch weil ich heute wieder viel Kontakt damit hatte, das Thema Duplicate Content, es ist nach wie vor, dass viele da wahnsinnig Angst davor haben und es faktisch eigentlich eher dann ein Indexierungsproblem ist oder Google sowas an anderen Stellen rausfiltert. Auch da habe ich in der Regel, gibt es da eigentlich ist das etwas, wo viele Leute Angst vor haben, ohne dass es in der Realität dann passiert? Ja, das stimmt. Die nächste Frage, da habe ich natürlich Mega-Ding, habe ich nämlich gerade nochmal nachgeguckt parallel, und zwar, wie lange dauert es, bis SEO wirkt und den Traffic erhöht? Ich habe ehrlich gesagt dazu einen Podcast gemacht, und zwar ist das die Episode Alles auf Start 59, die heißt, wie lange braucht SEO, um zu wirken? Deswegen würde ich ehrlich gesagt ein bisschen darauf verweisen, denn so einfach ist die Frage nicht zu beantworten, weil es gibt Sachen, die wirken sofort. Also Seitentitel rumdoktern wird beim nächsten Crawling, was eben am gleichen Tag sein kann, hat das sofort eine Wirkung. Und es gibt natürlich Sachen wie Backlinks oder so, was quasi ewig dauern kann, bis das irgendwas bringt. Ja, also Alles auf Start, Episode 59. Einfach mal in Google danach suchen und dann sollte es eigentlich. Ist eine relativ lange Folge mit vielen verschiedenen Antworten, weil es eben, man es nicht so einfach sagen kann. Aber klassisch kann ich sagen, dass wenn du jetzt heute mit einer brandneuen Website anfängst und du hast null Backlinks, dann würde ich sagen, kann es durchaus ein Jahr dauern, bis du signifikant etwas siehst, wenn du nicht wirklich auch Vollgas gibst. Etwas, was ich leider oft sehe. So. Wir hatten uns vorhin schon abgesprochen, die Update-Fragen würde ich beantworten. Die nächste Frage geht in die Richtung Stichwort FAQ Quality Update. Gibt es Erfahrungen, Qualitätsmerkmale für FAQs, um in den FAQ Rich Results ausgespielt zu werden? Also in der Frage geht es ja darum, dass ich mit FAQ Markup kann ich zwei zusätzliche Zeilen im Suchergebnis generieren. Und Google hat in den letzten, ich glaube, vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen haben sie irgendein Update aufgespielt. Auf jeden Fall war das Ergebnis, dass das eben seltener ausgespielt wurde. Und ich habe keine Analyse dazu gelesen. Ich habe mir selber viel angeguckt zu dem Thema, weil es mich auch interessiert hat, vor allem, weil ich nichts dazu gelesen habe. Und ich habe keine Systematik feststellen können. Es gibt so ein paar FAQs, wo ich nach wie vor denke, warum zeigt Google die überhaupt an? Die machen für mich überhaupt keinen Sinn. Und bei anderen, die durchaus sinnvoll sind, jetzt nicht gemacht. Also es muss irgend so eine Google-Magie wie immer sein, dass sie vielleicht wirklich, ich meine, sie haben die ganzen Klickdaten, sie können gucken, wird das angeklickt für ganz bestimmte Suchanfragen und das ist vielleicht dann gezielt reduzieren, aber mehr kann ich dazu wirklich zu diesem Zeitpunkt nicht anbieten. So. Wie kann ich ein Glossar gestalten, damit es Traffic erzielt? Wie viel Content erstellen pro Wort, eine eigene URL, sonstige Tipps? Vielleicht bevor Lisa antwortet, ich habe eine Podcast-Episode dazu in Arbeit. Sie ist noch nicht live, aber sie wird kommen noch in diesem Jahr. Ich habe sie schon geschrieben, ich habe sie noch nicht gesprochen. Also da kommt noch eine längere Antwort dazu, aber Lisa wird mich bestimmt mit ihrer Antwort jetzt mal ein bisschen inspirieren. Oh Gott, der Druck ist hoch, auf jeden Druck. Fall. Grundsätzlich ist es so, dass es ein bisschen darauf ankommt, wie kleinteilig dieses Glossar ausfallen soll. Ich glaube, dass viele Glossars gut funktionieren können, wenn man sich weiß, dass eben auch genügend Content pro Keyword vorhanden ist. Oft ist es eben nicht getan mit nur eben zwei, drei Sätzen zu einem Wort, die das einmal grob beschreiben, sondern wie das halt so ist, ist es so, dass
eine umfassende Beschreibung des Begriffes halt notwendig ist, damit die Seite auch gut funktioniert. Dabei geht es jetzt nicht darum, und ihr werdet definitiv keine Mindestlänge von mir hören, sondern es geht eher darum, dass man sich Gedanken macht, okay, habe ich alles Wichtige zu diesem Keyword eben dazu geschrieben, damit jemand alle Fragen, die er dazu haben könnte, vernünftig beantwortet bekommen hat. Und wenn man sich das stellt, dann schließt man automatisch, also da kann man damit gleichzeitig auch die Frage beantworten, pro Wort eine eigene URL, weil wenn ich ein Keyword brauche, um ein anderes vernünftig beschreiben zu können, weil es thematisch so eng aneinander hängt, dann ist auch die Frage, okay, dann brauche ich vermutlich keine zweite URL dafür, weil ich alles Wichtige zu einem Thema eben auf einer URL schreiben sollte. Genau, das wäre so das, was ich sagen würde. Und auch sonstige Tipps, natürlich auf eine gute interne Verlinkung, gerade bei so einem Glossar halt drauf zu achten, dass das vernünftig und auch mit den richtigen Ankertexten verlinkt ist. Das ist, glaube ich, das sollte eigentlich klar sein, aber nur um es nochmal erwähnt zu haben. Und vielleicht der Hinweis, in der Frage steht ja, damit es Traffic erzielt. Traffic ist total nett, ist aber als Metrik eigentlich komplett wertlos, weil niemand will Traffic haben. Die meisten wollen Geld verdienen. Und ich kenne leider ein paar Fälle von Leuten, die ein sehr gutes, starkes Glossar erstellt haben, aber damit überhaupt kein Geld verdient haben. Weil eben jemand sucht dann irgendwie nach einer Definition von irgendwas, aber kauft eben nichts bei dir. Und deswegen wäre ich da immer, also wenn Traffic dein Ziel ist, würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob nicht eher Geld dein Ziel ist. Und da würde ich sehr kritisch drauf gucken. Also wir merken es leider jeden Tag, dass Leute Content erstellen, um irgendwie einen Sichtbarkeitsindex nach oben zu kriegen oder Traffic, aber am Ende des Tages überhaupt kein Geld damit verdienen. Und da wäre ich nur einfach immer sehr, sehr kritisch. So, die Glaskugelnummer, ne? Welche SEO-Trends seht ihr in den nächsten Jahren? Ja, wenn ich das wüsste. Also erstmal, ich glaube nicht, dass noch auf einer technischen Ebene was Dramatisches passieren wird. Also ich meine, wir hatten ja so Jahre, da kamen hreflang-Tags oder auch das Canonical-Tag gab es auch nicht immer. Es gab auch nicht immer XML-Sitemaps. Also es gab schon viele technische Entwicklungen in den letzten Jahren. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, und da gab es auch einen Podcast von Google selber dazu, dass die das auch nicht sehen. Ne? Einfach weil es keinen Bedarf dafür gibt im Moment. Trends weiß ich nicht. Also ich glaube natürlich, der Weg wird dahin gehen, dass Google immer besser darin wird, alles zu verstehen und dass sie gleichzeitig immer bessere Inhalte ausliefern wollen. Zero Clicks ist natürlich vielleicht ein Thema, also dass Google vielleicht viele Antworten schon direkt gibt und extrahiert aus eurem Content und euch irgendwann mal einfach dumm dastehen lassen wird, weil ja, ihr habt die Antwort geliefert, vielleicht für eine Frage, aber kriegt den Traffic gar nicht mehr ab. Ich kann mir, klar, sowas kann vielleicht passieren. Ansonsten, wie gesagt, Google wird immer besser darin werden. Die Content-Management-Systeme werden immer besser darin werden. Und ja, von daher, das wäre so, was ich noch als Trend sehe. Und gerade auch, was man so bei Page Experience sieht, auch das ist ja ein Thema, dass Google immer besser werden, darin werden will, auch die Nutzer-Experience zu bewerten. Und das tun sie jetzt ja schon, indem sie die Core Web Vitals umbauen. Und ich denke, da wird definitiv noch ein bisschen was passieren. Aber solange man eine halbwegs ordentliche Website hat, sehe ich da eigentlich im Moment keinen. Also nichts, wo ich sagen würde, nur eine Website, die heute gut aussieht, kann man in 2 Jahren wegschmeißen. Ich glaube, das wird so nicht passieren. Können Bewertungen von Trustpilot in SERPs angezeigt oder mit Google-Bewertungen verknüpft werden? Nach meinem Stand nicht. Also die sind auf Trustpilot. Wenn ich die Frage richtig verstehe, also es gibt ja schon Bewertungsdienste, die von Google Ads herangezogen werden, weil in Google Ads werden ja auch so Sternchen angezeigt. Da tauchen die dann gerne wieder auf, aber wenn es hier um SEO geht, kann man die in der Regel, also sehe ich erstmal nicht, wo es was bringen soll. Welche Elemente sind aus SEO-Sicht wichtig für eine Shop-Kategorie? Texte, Bilder ist klar, aber was seht ihr sonst noch als relative Bausteine? Wenn ich darf? Ja, klar. Sehr gut.
spannend, dass der Fokus auf Text und Bilder lag. Ich hätte den allerersten Fokus tatsächlich auf Seitentitel, Metabeschreibung und H1 gesetzt. Genau, dass die vernünftig ausgerichtet sind und vor allen Dingen auch, dass sie so ausgerichtet sind, dass sie eben alle wichtigen Kategorien abdecken. Also dass man halt eben halt weiß, gut, wenn ich weiß, dass meine Marke eben plus Produktkategorie gesucht wird, dass ich dann auch die entsprechende Kategorie habe und dass sie auch so benannt ist, wirklich mit dem Markennamen da drin und nicht einfach nur wieder zumindest von dem Content her ein Duplikat ist zu der normalen Produktkategorie. Ansonsten würde ich noch sagen, dass Pagonierung hier ein relativ großes Thema sein kann. Zumindest dann, wenn es keine vielfältige Kategorisierung geht. Also man muss immer so ein bisschen abwägen. Es ist ja eben so, dass wir wollen, dass alle Produktseiten im Index landen. Wenn das unser Ziel ist, ist das eigentlich am besten. Und hier gibt es eben verschiedene Strategien, die man verfolgen kann. Entweder ich habe eine sehr breite Kategorisierung und sorge dafür, dass eigentlich jedes Produkt irgendwo auf Seite 1 ist. Dann ist das Thema Paginierung vielleicht nicht das wichtigste Thema für dich. Aber wenn ich eben einen großen Shop habe und sicher gehen möchte, dass alle Produkte auch gecallt werden, sollte ich mich definitiv mit einer Paginierung auseinandersetzen, die eben von Crawlern auch erfasst werden kann. Das bedeutet, dass da halt eben immer ein richtiger Link hintersteckt, der eben von Seite 1 auf Seite 2 führt und auch, dass Seite 2, 3, XY am besten auch indexierbar sind und eine Canonical Tag haben, die auf sich selbst zeigt und nicht auf Seite 1. Ich weiß, dass da manchmal die Sorge besteht, ja, aber ich möchte doch nicht, dass Seite 2, 3, 4, 5 indexiert wird. Das wird im Normalfall, beziehungsweise das de-rankt, das wird im Normalfall nicht passieren, weil die Seite 2, 3 erstens viel zu wenig interne Signale hat. Die Seite 1 hat viel mehr interne Signale. Außerdem ist Google da relativ gut drin zu verstehen, okay, das ist Seite 1 und die soll auch eben angezeigt werden. Genau, das wären meine Tipps. Jo, prima. Ich sehe schon jetzt, dass parallel viele Fragen unten durch, also unten taucht ja immer so die neueste Frage auf und da gucke ich auch schon immer drauf und da steht, habe ich schon ein paar Mal jetzt Helpful Content Update gesehen. Deswegen, ich ahnte, dass wir dazu was sagen müssen. Also es ist ein Update, was Google angekündigt hat. Sie haben es relativ kurz angekündigt. Also so bei den großen Updates damals, Panda und Pinguin, war der Vorlauf doch ein bisschen größer. Helpful Content Update wird erstmal nur für englischsprachige Suchanfragen ausgespielt werden. Das heißt, wir haben eigentlich den Vorteil, den wir mit Panda und Pinguin damals auch schon hatten. Wir können erstmal in die USA gucken und schauen, wie sich das Ganze auswirkt. Wann das Update nach Deutschland kommt, wissen wir alle noch nicht. So. Das andere, was man auch sagen muss, eben, wir wissen noch gar nicht, wie stark das durchschlagen wird und welche Inhalte es treffen wird. Es gab so ein paar Bausteine in dieser Ankündigung von Google, wo man sich auch gut vorstellen kann, dass es nur bestimmte Arten von Websites treffen wird, die ihnen negativ in Suchergebnissen aufgefallen sind. Das wissen wir alle nicht. Von daher würde ich jedem anraten, sich solche Fragen gar nicht erst zu stellen, sondern einfach, ich sag mal, hier dran zu bleiben. Ich meine, gleich um 17 Uhr müssen wir los, aber einfach noch ein paar Wochen zu warten. Wir haben nichts zu verlieren, außer der Furcht an sich. Und von daher nicht verrückt machen lassen. Es wird hinreichend viel Zeit geben, um sich darauf vorzubereiten. So. Die Frage hier zum Helpful Content Update. Sollten weiter zurückdatierte Artikel zum Beispiel über alte Product News, abgelaufene Abo-Deals gelöscht werden, trotz gutem Ranking? Gibt's keine allgemein gute Antwort darauf. Ne? Also, ich habe irgendwie eine Weihnachtsaktion und jemand sucht danach und kommt dann auf die Weihnachtsaktion von 2017 und das Ding gibt's, also die Seite gibt's noch, aber die Aktion natürlich nicht mehr. Ist natürlich ein gutes Ranking, bringt mir aber umsatztechnisch jetzt relativ wenig. Und das wäre so ein klassischer Fall, wo man eben hier überlegen könnte, ob man nicht eine zeitlose Seite dafür bauen sollte und dann eben diesen abgelaufenen Abo-Deal, wir können jetzt relativ viel in die Tüte sprechen, ich kenne die Website nicht, aber dann wäre es deutlich besser, einfach eine statische Seite dafür zu bauen, /Abo-Deals und dann einfach abgelaufene Abo-Deals dahin umzuleiten oder sie einfach zu löschen. Also von daher, das hat für mich auch gar nichts mit dem Helpful Content Update zu tun. Das wird dafür sehr wahrscheinlich gar nicht greifen.
sondern hier geht es einfach um eine sehr grundsätzliche Content-Frage. Ich hoffe, das war erstmal eine ganz gute Antwort. Welche Quellen könnt ihr empfehlen, um über SEO-Trends, Best Practices und News auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, außer Blue Fusion? Das ist ja total nett. Na, dann sag mal, Lisa. Ich bin mir sicher, dass wir die Frage sehr gut zusammen beantworten können. Ich würde gerne meine Empfehlung für den deutschsprachigen Raum für SEO Südwest aussprechen, weil da eigentlich immer alle wichtigen Infos relativ schnell zu finden sind. Immer wenn der Kunde quasi schon schneller ist als wir, weil ich genau weiß, dass die ganze Nacht nur auf neue SEO-Nachrichten warten, was ich in meinem Feierabend dann vielleicht nicht unbedingt immer tue, weiß ich genau, dass, wenn es irgendwas dazu gibt, dass ich da nachgucken kann. Von daher wäre das meine Empfehlung. Aber Markus, ich bin sicher, dass du das noch ergänzen kannst. Ja, also ich habe mit SEO Südwest, also ich bin absoluter Christian Kunz-Fan von dem, was er da macht. Was Christian ja macht, ist sehr viel über Neuigkeiten zu sprechen. Hier hat sich was geändert, da hat sich was geändert. Für uns sehr wichtig. Aber gerade wenn es um so Themen wie Best Practices geht, dann wird das da nicht immer so gut gehandelt. Und von daher würde ich zusätzlich auf jeden Fall, also nach wie vor die Website Boosting, finde ich sehr schön, das Magazin. Und ich glaube, ich würde mir schon eine Konferenz im Jahr antun, ist das falsche Wort. Ich würde versuchen, auf eine Konferenz im Jahr zu fahren, einfach weil da oft, also gerade so die SEO Campings, die ist zwar relativ, oder da gibt es einfach einen bunten Strauß an vielen sehr spezifischen Themen. Und da kann man schon relativ viel mitnehmen, wenn man natürlich auch schon mal einen gewissen Grundstock hat. Das heißt, wenn ich in SEO noch nicht so gefestigt bin, dann würde ich das auch eher sein lassen. Dann kommt man vielleicht eher auf falsche Ideen. So. Als toxisch eingestufte Backlinks SEMrush disavowen oder hat es kaum einen Effekt auf SEO? Ich habe die Frage mal nach oben geholt, obwohl sie null Likes hat, aber ich kriege sie so oft auf meinen Tisch, deswegen habe ich jetzt einfach gerade mal 100 Likes vergeben für diese Frage. Also, diese Tools und gerade vor allem SEMrush können nicht wirklich bewerten, ob ein Link gut ist oder schlecht. Und deswegen bitte nicht daran glauben, viele rasten dann aus und haben Sorge, oh, ich habe hier toxische Backlinks, es hört sich ja auch schlimm an, so muss man es ja auch mal ganz ehrlich sehen. SEMrush kann in der Regel diese Links nicht gut bewerten, also ich würde es mir erstmal angucken, würde gucken, sind das wirklich toxisch, also ist das wirklich Schrott, ist das wirklich Porno, Pilz, Casino, solche Sachen. Und wenn es das nicht ist, würde ich es auch nicht disavowen. Überhaupt werden viele Links, die negativ sind oder schlecht sein könnten, werden ohnehin von Google einfach rausgerechnet und alles ist gut. Wer besser schlafen kann, soll das machen mit dem Disavowen, aber in der Regel gibt es dafür nicht den Hauch eines Grundes. Ja, wollen wir die nächste Frage machen? Also wie kann man vorgehen, um SEO-Wissen bei internen Teams aufzubauen? So ein bisschen hatten wir es doch eben, oder, Lisa? Eigentlich schon. Ich glaube, die ganzen Newsportale funktionieren auch dafür. Ansonsten sich einen guten Grundkurs zu suchen, quasi der das einmal alle Grundlagen erklärt oder sich natürlich bei unseren Webinaren mal durchzugucken. Ich glaube, dass das eine gute Strategie ist. Ansonsten, um News dann aufzubauen, haben wir das eigentlich schon beantwortet. Und vielleicht interne Teams, das hat natürlich oft den Vorteil, dass man ja, ich sag mal, in einer speziellen Domäne arbeitet. Ne? Also wir als Agentur-SEOs, wir müssen irgendwie alles können, also Shop, B2B und Brand und Local SEO und das Ganze. Und wenn ich jetzt allerdings nur in so einer geschlossenen Domäne bin, brauche ich auch weniger Wissen, weil manche Themen sind für mich nicht interessant. Kann ich mir vorstellen, oder habe ich auch schon ein paar Mal gemacht bei Leuten dann, dass sie, ja, dass man sich als Unternehmen dann auch einfach mal einen Referenten reinholt, der wirklich nur auf dieses Thema fokussiert ist, weil das bringt in der Regel mehr, als in so ein allgemeines SEO-Seminar zu gehen, wo vielleicht viele Themen behandelt werden, die für mich gar nicht interessant sind. Und vielleicht ist für mich Google Local einfach das große Thema und dann interessieren mich einfach ganz viele Themen überhaupt nicht. Gibt es eine Routine, mit der man zeitnah herausfinden kann, wenn Emojis in den Page-Titles nicht mehr ausgespielt werden? Ich kenne keine gute.
Das ist leider ein bisschen blöd. Man kann natürlich die SERPs scrapen, also sich das aus den Suchergebnissen herausziehen. Das könnte man mit einem Tool wie SEO Tools for Excel machen. Das geht relativ einfach. Und damit könnte man auch einfach täglich nachgucken, ob das noch gemacht wird. Ohne jetzt Beweis dafür zu haben, aber es ändert sich nicht so wahnsinnig oft. Also wenn ich einmal mit meinem goldenen Einhorn durchgekommen bin, dann bleibt das Einhorn da meistens auch. Es kann natürlich immer sein, dass es wieder verschwindet. Wie gesagt, SEO Tools for Excel wäre so eine Möglichkeit, dass man sich das so eben zusammenbastelt und diese Seiten dann einfach monitort. Informationen über kommendes Google Core Update, das Datenbank AI-Inhalte abstrafen soll. Einschätzung dazu. Ich glaube, damit ist gemeint das Helpful Content Update. Habe ich, glaube ich, eben was zugesagt. Also abwarten, ruhig bleiben. AI-Inhalte abstrafen, ja, aber ich glaube, es geht eher um etwas unintelligent gestrickte AI-Inhalte. Also ich würde das nicht alles in einen Topf werfen. Es gibt eben diese GPT-3-Inhalte, die in meinen Augen wirklich nichts taugen. Und dann gibt es aber Inhalte, die auf strukturierten Daten erzeugt wurden, die, finde ich, deutlich unangreifbarer sind. Deswegen so. Und wo wir gerade dabei sind, die Frage, hat das Helpful Content Update auch Einfluss auf deutsche Websites? Habe gelesen, dass das erst auf englischen Content ausgerollt wird, habe ich eben beantwortet. Ist so, wir können wirklich warten und uns das Ganze angucken. Deswegen ruhig noch einfach warten. So. Ja, Online-Shop mit vielen Artikelvarianten URLs. Reicht das Canonical-Tag auf den Hauptartikel aus? Ziel ist es ja nicht, alle zu indexieren. Lisa. Das wäre auf jeden Fall eine valide Strategie, die man machen kann, alle Artikelvarianten, die nicht die Haupt-URL sind, mit Canonical-Tag zu versehen. Von daher, ja, kann man sehr, sehr gerne machen. Es kommt hier immer so ein bisschen drauf an, wie groß eine Webseite ist. Und ich möchte bitte den Fokus wirklich auf sehr große Websites legen. Da kann das ganze Crawlen dieser zusätzlichen URLs und das Auslesen des Canonical Tags doch sehr das Crawl-Budget fressen. Nochmal Dings, das betrifft euch wirklich nur, wenn ihr wirklich riesige Webseiten habt, um das nochmal irgendwie vorauszustellen. Genau, und da kann es dann sein, dass das nicht die beste Strategie ist. Da würde ich eher tatsächlich mit der WordPress.txt arbeiten und diese Varianten komplett vom Crawling ausschließen. Meistens, weil sie jetzt eh nicht die krassesten Signale sammeln, die dann so wichtig wären. Wichtig wäre natürlich darauf zu achten, dass natürlich die interne Verlinkung immer auf den Hauptartikel ausgerichtet ist, um gar nicht erst dazu zu kommen, dass die Varianten bessere Signale sammeln könnten als die Haupt-URL. Genau. Gut. Ja, das hat man eigentlich eben auch schon. Wie ist der aktuelle Trend zum Content auf Kategorieseiten? Wenig Text, aber dafür präzise oder doch ausführlicher Text? Also ich persönlich würde eher wenig machen und vor allem keinen informationalen Content. Also gerade so FAQs, da bin ich relativ kritisch. Auch von den Suchanfragen oder vom Search Intent ist das oft was anderes. Und da kann man sich eher in den Fuß damit schießen, dass man zu viel informationale Inhalte hat und das dann gar nicht mehr so richtig als Shopseite klassifiziert wird. Also wegen meiner gerne weniger Text, dafür qualitativ hochwertig und nicht den SEO-Text unten verstecken oder diese 2000 Wörter, die ich leider auch recht oft sehe und die aber keiner wegmachen will, weil sie immer da waren und immer funktioniert haben. Ja, da einfach vorsichtig sein. So, wann macht es aus eurer Sicht Sinn, den Seitentitel und die Description zu ändern, wenn die CTR unter X% liegt? Lisa? Ich würde sagen, wenn du Potenzial siehst, sie zu ändern, dann wäre der Punkt, sie zu ändern, aus meiner Sicht. Ich würde das ehrlich gesagt nicht von solchen Werten wie CTR abhängig machen, weil wenn ich Optimierungsbedarf sehe, warum ihn da nicht nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch darum geht, zu entscheiden, wenn ich jetzt eine große Webseite habe, um welche Seitentitel und Metabeschreibung kümmere ich mich denn quasi. Da würde ich so ein bisschen, gibt es verschiedene Strategien, die man auf jeden Fall machen kann. Das eine wäre,
ja, zum Beispiel nach Klickzahlen zu gehen. Das kann ich mir schon vorstellen, aber viel wichtiger fände ich hier zu gucken, gerade wenn es zum Beispiel ein Shop ist, sich erstmal um Kategorieseiten zu kümmern, weil die eben sehr, sehr ja, viel Potenzial haben, in dem Suchergebnissen zu ranken. Und genau, dann im Nachhinein, wenn man das alles umgesetzt hat, sich dann nach und nach von der ja, vielleicht besten Produktkategorie, die sich am besten verkauft, nach und nach die Produkt-URLs dann auch noch anzupassen. Ich würde eher danach gehen, als dass ich jetzt nach CTR gehen würde. Genau. Ich würde vielleicht auch ein bisschen auf Positionen gucken. Also ich meine, wenn du eine CTR von 2% hast, weil du auf der 8. Position bist, kannst du mit Seitentitel und Description eigentlich auch nichts mehr reißen. Dann kommst du vielleicht auf 2,2%. Also der Impact in absoluten Zahlen ist natürlich höher, wenn du einfach auch eine sehr gute Position schon hast. Könnte sein. Ja, die nächste Frage übernehme ich gerne. Mir wurde angeboten, dass unsere Brand bei wählbaren Keywords irgendwie in die Google-Vorschläge gebracht werden. Gute Idee. Also ich kenne diese E-Mail, ich glaube, wir beide wissen, wovon du sprichst. Das hat ja einen gewissen Kostenfaktor. Und allein deswegen würde ich persönlich sagen, nee, also auch weil es ein Verstoß gegen Google-Richtlinien ist. Ich habe mit einigen Agenturkollegen darüber gesprochen und ich kenne zumindest Leute, die es ausprobiert haben. Also es funktioniert, du kommst in diese Google-Vorschläge rein, zumindest in den Fällen, wo es halt ausprobiert wurde. Ich persönlich würde es nicht machen. Also das ist, dafür ist Google viel zu sehr hinter solchen Manipulationen hinterher und dein Geld ist am Ende des Tages wahrscheinlich weg. Wäre ich sehr vorsichtig. Eure SEO-Tipps, um rund um den Black Friday durchzustarten, hätte ich jetzt gar nicht so viel Spezielles. Hier wurden schon zwei Stichworte, Discover und News genannt. Klar, gerade Discover kann ein starkes Thema sein. Das sehe ich persönlich auch, dass mir immer mehr Shop-Tipps angeboten werden. Natürlich klicke ich auch immer drauf, weil mich das Shop-Thema interessiert und kriege dann mehr von dem ganzen Zeug. Also Discover kann ich mir vorstellen. Man muss natürlich wissen, dass gerade Discover-Beiträge eine sehr kurze Lebenszeit haben. Also das ist wie so eine Sternschnuppe, also die leuchtet hell auf und ist dann weg. Also ich sag mal, ungefähr einen Tag hast du damit Spaß. Und da musst du natürlich gucken, dass du das ordentlich gut timest. Ansonsten natürlich auch, wenn das Suchverhalten so ist, wenn Leute irgendwie suchen nach Elektronik-Deals, Black Friday, ist es natürlich auch gut, dafür Blogbeiträge zu haben oder Landing-Pages, Product-Streams, wie auch immer das in deinem Shop-System heißt. Deswegen, also News sehe ich jetzt nicht so unbedingt. Discover finde ich spannend. Hängt aber natürlich auch sehr von der Branche ab. Ob es auf der Gegenseite genug Leute gibt, aus deren Suchverhalten zu schließen ist, dass dieser Beitrag interessant ist. Lazy Loading ist ja an sich gut, genau. Aber was sagt ihr zu Bildern mit Lazy Loading above the fold? Lisa tippt schon was. Ich glaube, sie möchte antworten. Kann ich sehr, sehr gern machen. Bin ich selber kein Freund von, einfach weil Above the Fold aus meiner Sicht alles direkt da sein sollte, damit es halt eben auch vernünftig ausgelesen wird von Google. Korrigiere mich da gerne, Markus, wenn ich da jetzt gerade falsch liege. Grundsätzlich ist man Nachteile, sollte es nicht haben, solange es nicht das größte Element ist, richtig? Genau, ich hätte hier Sorge, dass es das sogenannte LCP-Element ist, genau. Und dann wäre es nachteilig für die Ladegeschwindigkeit, ja. Genau. Deswegen, und gerade auf mobile Ansicht ist Above the Fold eigentlich fast immer das LCP-Element. Deswegen wäre ich da auch relativ vorsichtig damit. Okay. SEO macht einen großen Teil unseres Traffics und der Conversion unserer Website aus. Trotzdem hat es kaum C-Level-Aufmerksamkeit. Wie vorgehen? Ja, altes Problem, ne? Also der Chef versteht es irgendwie nicht. Sim ist auch super spannend in B2B-Unternehmen, wo man eher noch so in Fachmessen denkt, aber eigentlich die ganzen Leads kommen über die Website rein. Ist nicht unüblich. Ich habe dafür kein Rezept. Das ist auch der Kampf, den wir täglich kämpfen. Man kann natürlich eben mit Reportings versuchen, darauf aufmerksam zu machen, Dashboards und so, dass wirklich auch gesehen wird, wie wichtig diese ganze Website ist und dass man vielleicht auch so Sachen rausfiltert wie Brand Traffic, um eben auch klar zu machen,
das ist nicht nur alles, weil das Leute sind, die unsere Fernsehwerbung gesehen haben oder unsere Printwerbung, sondern das sind wirklich Leute, die kennen uns vorher noch gar nicht oder die sind quasi kalt reingeholt. Und ansonsten hätte ich jetzt leider keinen guten Tipp. Wie gesagt, das ist der Kampf, den viele Leute kämpfen und das ist der Kampf der Ignoranz. Ja, fällt mir nicht mehr zu ein, glaube ich. So, Link-Tracking, Doppelpunkt, schädlich für SEO, wenn plötzlich alle internen Links auf Parameter-URLs zeigen. Canonical und Sitemap zeigt weiterhin auf die URLs ohne Parameter. Fragezeichen. Lisa. Ja. Ich habe da jetzt tatsächlich gerade kurz drüber nachgedacht, weil es natürlich schon ein ziemlicher Sonderfall ist. Ich würde sagen, dass es grundsätzlich erst jetzt nicht das riesigste Problem ist, weil eben alle Sachen vernünftig ausgezeichnet sind. Ich würde es aber trotzdem nicht empfehlen. Also wenn es jetzt die Frage ist, sollen wir das machen oder sollen wir es nicht machen, ist es einfach immer noch so, dass die interne Verlinkung ein sehr, sehr starkes Signal sein kann. Es immer besser ist, dass es direkt auf die richtige URL quasi zeigt. Und es kann auch hier natürlich ja wieder sehr hinderlich sein, wenn es sehr große Webseiten sind, dass auch hier wieder mehr zu crawlen ist. Auch wie gesagt, betrifft nur große Webseiten, aber auch hier könnte es dann das Problem sein, dass es eben ja das Crawl-Budget auffrisst. Genau. Okay, gut. Die nächste Frage, muss ich sagen, verstehe ich nicht. Und ich weiß nicht genau, was in Bezug auf FAQ gemeint ist. Also gerne nochmal versuchen, das Ganze umzuformulieren. Dann können wir nochmal gucken, ob wir es noch unterkriegen. Wäre ganz nett. Ja, das hat man eben so ein bisschen. Was sind eure Erfahrungen mit SEO-AB-Tests und gegebenenfalls Tools wie SplitSignal und SearchPilot? Also SearchPilot habe ich mal selber was mitgemacht. Ich habe es eben schon gesagt, so für unsere Kunden ist das nicht so ein radikales Thema. Es ist dann sinnvoll, wenn du viele Seiten eines gleichen Seitentypes hast. Also du hast irgendwie 100.000 Deals, du hast 100.000 Immobilienergebnisse und dann kannst du auch aufgrund der Traffic-Menge gut so einen Split-Test machen. Wenn du jetzt einfach nur 20 Produkte hast oder so, ist das eher nicht spannend. Also ich finde es gerade für Shops nicht so wahnsinnig spannend, sondern eher eben für so Immobiliendatenbanken, Jobbörsen, wo es viel von etwas gibt und wo du auch schnell valide Daten kriegst. Ansonsten, ja, funktioniert, macht Spaß, ist auch sinnvoll. Ich finde es übrigens auch immer gut, den AB-Test an die Google Ads-Leute auszulagern, zu sagen, testet ihr doch mal bitte, welches Klickargument besser ist, also irgendwie versandkostenfrei oder große Auswahl oder sowas oder kostenloser Aufnahmetest und dass ihr es den SEOs dann einfach sagt. Das ist eine Möglichkeit auch, was zu testen, weil die Google Ads-Leute können es in der Regel effizienter machen als die SEO-Leute. Nächste Frage ist gut. Wie argumentiert ihr, dass Your Money or Your Life Content von Experten geschrieben oder reviewed werden sollte? ich übergebe natürlich gerne an Lisa, aber da muss ich gar nicht argumentieren, weil Google schreibt das ja schon. Die wollen das ja so. Also, Lisa, hast du noch eine andere Meinung dazu? Nee, das wäre es tatsächlich auch gewesen. Ich hätte gedacht, vielleicht hättest du noch irgendein Das-Argumentationsding zusätzlich, aber das reicht im Normalfall auf jeden Fall. Genau, also mehr kann man dazu nicht sagen. Es gibt ja die Quality Rater Guidelines, da steht das Ganze drin. Es gibt auch sehr hervorragende Aufbereitungen der Quality Rater Guidelines, zum Beispiel von Mary Haynes. Da steht es auch noch 30 Mal drin. Also, kann immer nur argumentieren, dass es sinnvoll ist und weil Google das so möchte. Wie hoch muss das Suchvolumen eines Keywords sein, damit sich die Erstellung von Content lohnt? Sehr gute Frage. Es gibt ein wöchentliches Meeting bei uns, wo unsere Trainees mich auch was fragen. Und das war eine Frage, die kam letzte Woche. Die Antwort ist relativ kompliziert. Die wäre früher anders gewesen. Heute muss man sagen, wenn man jetzt eine Seite optimiert auf ein Keyword, dann wird sie ja nicht nur für dieses Keyword ranken, sondern auch für zig Variationen davon, Synonyme oder Wortstellungen, Singular, Plural und das ganze Zeugs. Das ist in diesem Suchvolumen gar nicht drin. Also rein theoretisch kann es passieren, ich suche mir ein Keyword aus, das hat ein Suchvolumen von 1400 und mach daraus einen Beitrag
Und dann habe ich aber nicht 1400 Klicks im Monat, sondern ich habe vielleicht 10.000, weil eben Google noch viel beimischt. Und deswegen ist das Suchvolumen sicherlich eine ganz solide Größe, um vor allem Keywords gegeneinander abzugrenzen. Aber grundsätzlich wird man diese Frage leider nie beantworten können, weil ich in dem Augenblick, wo ich den Content erstelle, weiß ich nicht, was Google mir später noch alles reinmischt an Varianten. Plus, ich weiß nicht meine Position. Also Suchvolumen heißt ja erstmal nur, so viele Suchergebnisse werden ausgespielt, aber ich weiß gar nicht, an welcher Position, mit welcher Klickrate. Und von daher, ja. Lisa, hast du noch was zum Thema? Okay. Nee, eigentlich nicht. Gut. Du hast alles gesagt. Machen wir die nächste Frage. Domain beim Relaunch ändern, was ist zu beachten? Ich glaube, ich liege nicht ganz falsch, wenn ich sagen würde, dass Lisa dazu einen Blogbeitrag bei uns geschrieben hat, oder? Habe ich. Ja. Das ist tatsächlich schon ein bisschen her, deswegen ist mir gar nicht von alleine wieder eingefallen ist, aber stimmt. Sollte auch noch aktuell sein, auf jeden Fall. Guck ja regelmäßig drauf, ob das noch passt. Von daher da gerne auf jeden Fall einmal reingucken. Ansonsten wäre mein wichtigster Hinweis, neben dem offensichtlichen, dass man alle Weiterleitungen vernünftig einrichten sollte und dass relativ wichtig ist, eben vernünftige 301-Weiterleitungen zu setzen, dass man darauf achtet, nicht alles gleichzeitig machen zu wollen. Also vor allen Dingen, Relaunch könnte ja auch bedeuten, dass man sagt, man macht gleichzeitig die Seite schön, man verändert noch Inhalte, man packt neue Texte hinzu, entfernt Texte etc. pp. Und das erlebe ich tatsächlich relativ häufig im Alltag, dass diese Überlegungen kommen und muss eigentlich dann in diesem Fall immer sagen, okay, versucht doch einen Schritt nach dem anderen zu machen, zieht erst die Domain um, lasst Google sich daran gewöhnen, weil das ist ja natürlich relativ schwierig, dann zu verstehen, okay, alles, was vorher unter dieser Adresse zu finden war, ist jetzt unter dieser Adresse zu finden, um halt die Signale vernünftig zu übernehmen. Wenn dann auch noch die Inhalte komplett anders sind, dann ist das einfach relativ schwierig, das Ganze zu greifen, damit die Signale vernünftig sind. Kleine Änderungen lassen sich bestimmt immer integrieren, aber bevor man da jetzt groß auch noch irgendwie die Inhalte anpasst, würde ich sagen, eins nach dem anderen. Es gibt übrigens auch ein hervorragendes Seminar von uns zum Thema Relaunch. Da ist das auch ein großes Thema. Und daraus vielleicht ein wichtiger Tipp, auch immer zu gucken, wenn man die Domain wechselt, bitte vorher gucken, was auf dieser neuen Domain früher mal drauf war. Es gibt so eine ganz lustige Fallstudie von Luna Park, wo man auf eine Domain gewechselt ist, wo vorher Porno-Inhalte drauf waren. Das wusste aber keiner und diese Website hat monatelang nicht gerankt. Also einfach mal in archive.org gehen, in Majestic oder irgendeine Linkdatenbank gucken, was war da vorher drauf, weil damit kann man sich so richtig herrlich in den Fuß schießen. Und ich glaube, mein Lieblingsbeispiel ist busreiseangebote.de. Die klingt total unverfänglich, da war aber vorher eben auch Porno drauf, deswegen, da muss man dann einfach mal, vielleicht dann nochmal die Idee überdenken mit dieser Domain. Passiert nicht oft, aber wie gesagt, ich habe es schon erlebt und deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, die nächste Frage ist eher philosophischer Natur. Wie steht ihr dazu, dass besonders die jüngeren Generationen, also Lisa ist offensichtlich gemeint, immer weniger auf Google für die Online-Suche setzen und auf Instagram und Co. ausweichen? Unsere intelligente Antwort ist natürlich klar. Deswegen haben wir als Agentur ja nicht nur SEO, sondern auch Social. Aber zumindest kann man ja sagen, dass die Zugriffszahlen auf Google jedes Jahr größer werden. Also offensichtlich ist es nicht so, dass alles jetzt auf Instagram gesucht wird. Lisa, hast du noch einen Punkt? Ich glaube, gerade das Letzte, was du gesagt hast, wäre das, was ich auch herausgestellt habe, dass das garantiert einige Themen betreffen kann, quasi, dass die eher auf Instagram, Pinterest und Co. gesucht werden. Aber viel, was eben dann doch Wissen angeht oder auch eine gezielte Suche nach Produkten, wenn man halt zum Beispiel eben schon genau weiß, was einem vorschwebt und man eher verschiedene Angebote halt bekommen möchte, da wird es, glaube ich, noch entweder sehr lange dauern oder die sozialen Netzwerke niemals so die Auswahl von Google erreichen können, weil eben der Index da einfach so riesig ist. Das heißt, ich würde mir da nicht zu viele Sorgen drüber machen. Klar ist das definitiv ein Kanal, mit dem man anders marketingtechnisch umgehen kann, eben zum Beispiel eben selber oder durch eine Agentur, aber
grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass das irgendwie jetzt einen großen Einfluss darauf hat, was man jetzt an SEO-Leistungen machen sollte oder nicht. So, Best Practice bei sterbenden Artikeln im Shop, also Produkt gibt es nicht mehr. Ne? Soll eine Weiterleitung gemacht werden auf Kategorie oder ähnliche Artikel oder sollte der Kunde auf eine 404 kommen? Gibt es eine ganz klare Metrik dafür, wenn man sagt, es gibt einen klaren Nachfolgeartikel, ne? Also das iPhone 13 hat das iPhone 14 als Nachfolgeartikel, dann umleiten. Wenn die Produktseite, um die es hier geht, Backlinks hat, dann sollte man es auch umleiten, am besten auf eine Kategorie. Ansonsten darf das Ding auch gerne sterben. Und da ist natürlich dann der gute Hinweis, dass man, wenn man eine 404-Seite hat und da würde der Nutzer dann ja landen, dass man dann eben hingeht und natürlich in irgendeiner Weise eine sinnvolle 404-Seite ausliefert. Da gibt es einige übrigens, die da sehr, sehr intelligent agieren. Zum Beispiel im Musikbereich ist das manchmal so, dass es gibt manche Instrumente, manche Keyboard-Synthesizer, die werden auch über Jahre gesucht, obwohl es sie einfach gar nicht mehr gibt. Und da gibt es zumindest so ein paar Musikshops, die haben einfach für alle nicht mehr existenten Synthesizer, haben die einfach Seiten gebastelt, wo sagt, okay, der Nachfolger war das und das und den kannst du natürlich auch bei mir kaufen. Bei den meisten Produkten macht das keinen Sinn. Deswegen einfach, wie gesagt, 404 ist nichts Schlimmes. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben noch so 4 Minuten, weil wir müssen beide relativ pünktlich los. Wir können ja noch zwei Fragen schaffen wir noch. Also, macht es Sinn, Longtail und Shorttail Keywords auf einer Webpage zu kombinieren, also auf einer konkreten Seite? Vor allem, wenn die Suchintention der Keywords unterschiedlich ist. Lisa? Ich würde sagen, nein. Vor allen Dingen, wenn die Suchintention unterschiedlicher Natur ist. Ich würde sehr davon abraten, zu versuchen, die Suchintention miteinander zu kombinieren. Also das klassische Beispiel hatten wir heute schon, eine Kategorieseite, auf der man sehr viel informativen Content packt, wird einfach für beide Suchintentionen sehr schwierigen Stand haben, einfach weil es eben schwierig ist für Google dazu zu entscheiden, okay, zu welcher Suchintention passt es denn jetzt hier? Von daher, wenn es möglich ist, die Sachen zu trennen und es sinnvoll ist, weil die Keywörter genügend Content hergeben, würde ich immer dazu raten, es zu trennen. Gut. Ja, hat sich hier gerade noch etwas gedreht. Ich hatte mich eigentlich schon auf die zweite Frage vorbereitet, aber alles gut. Ihr stimmt ja offensichtlich ab. Also, mit welchen Tools kann ich sehen, welche Backlinks meine Website oder meine Seite hat? Also eine Möglichkeit, die kostenlose gibt es natürlich. In der Google Search Console gibt es einen Report für Links. Wie gut die Daten sind, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, aber erstmal gibt es das. Das heißt, da kann ich es erstmal nachgucken. Ansonsten gibt es kostenpflichtige Link-Datenbanken, Majestic, Moz, Ahrefs. Und in vielen SEO-Tools, Sistrix, SEObility sind eben auch solche Link-Datenbanken drin, da kann ich es auch sehen. Nichts davon ist perfekt, nichts davon ist vollständig. Es gibt überhaupt Schwierigkeiten zu sagen, wie viele Backlinks habe ich eigentlich, weil auch die Zählweise immer ganz Auswirkungen haben kann. Und deswegen, ja, also wenn du kein Geld ausgeben willst, nimm den Google Search Console. Ansonsten, Ahrefs ist immer ein super Tool, kann man nichts gegen sagen. Kriegt man auch eine tolle Content-Datenbank dazu und einfach mal ausprobieren. Habe noch, ich mache die letzte trotzdem noch. Also habe aktuell je eine fokussierte Seite pro Keyword. Soll ich die beim Relaunch in weniger ganzheitliche Themenseiten zusammenfassen? Hängt davon ab. Also angenommen, du hast eine Seite über Schraubenzieher und eine über Hammer, würde ich nicht zusammenziehen, weil es einfach nicht das Gleiche ist. Es gibt so Tools wie zum Beispiel das SERP Overlay Tool. Damit kann man eben gucken, ob das Keyword ungefähr das Gleiche meint. Und dann kann man das durchaus machen, aber typischerweise, wenn du eine fokussierte Seite pro Keyword hast, würde ich es eher so lassen, außer wenn es wirklich, wenn das eine ein Synonym von dem anderen ist, dann kann man darüber nachdenken. Sehe ich aber leider nicht. In der Regel so. Gut. Dann sind wir auch schon durch, ehrlich gesagt. Okay, ihr habt es mitbekommen, da war unser Webinar vorbei. Und damit ist auch dieser Podcast vorbei. Trotzdem, schön, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, für euch waren ein paar gute Fragen und vor allem Antworten dabei. Wenn ihr nächstes Mal auch dabei sein wollt,
dann gerne immer auf bluefusion.de/Veranstaltungen gehen und dann seht ihr alle unsere Ask the Pros. Auch im nächsten Jahr, wie gesagt, werden wir das wieder anbieten für SEO, aber eben auch für andere Themen wie SEA, Webanalyse und Social Media Ads. Okay, das soll es gewesen sein. Bis bald, bleibt gesund. Ciao, ciao.